Vor den Toren Duderstadts, an der ehemaligen innerdeutschen Grenze, liegt Gut Herbigshagen, die Stiftungszentrale der Heinz-Sielmann-Stiftung. Das 1996 gegründete Naturerlebniszentrum ist heute anerkanntes regionales Umweltbildungszentrum des Landes Niedersachsen, Mitglied der Bundesarbeitsgemeinschaft Lernort Bauernhof sowie zertifizierter Biolandbetrieb. Der Betrieb wirtschaftet auf 110 Hektar Fläche mit Acker, Wald und Wiese und beherbergt bedrohte Hausterrassen wie zum Beispiel Harzer Rotvieh, Skuddenschafe sowie Thüringer Waldziegen. Gut Herbigshagen ist eine Naturerlebnisstätte, außerschulischer Lernort und ein Tourismusziel. Durch die Arbeit der Heinz-Sielmann-Stiftung wurde die reich strukturierte Kulturlandschaft in der direkten Umgebung der Hofstätte erhalten. Meine Aufnahmen habe ich während des Kräutermarktes am Ostermontag gemacht. Zu dieser Veranstaltung konnten Besucher sich an vielen Ständen über Wirkung und Geschichte, sowohl als Würz als auch als Heilmittel, verschiedenster einheimischer Kräuter informieren. Der Hingucker sind aber gerade für die jüngeren Besucher natürlich die vielen schönen Tiere auf dem Bauernhof. Diese wurden bestaunt, gefüttert und gestreichelt. Aber auch für viele Erwachsene ist die Begegnung mit dem historischen Nutzvieh unserer Region ein Erlebnis. Hier kann man leicht Ängste vor größeren Tieren abbauen und mir hat es Spaß gemacht, die Tiere zu filmen und zu fotografieren. Gerade bei einigen Vögeln kann man gut üben, das Auge scharf zu stellen und versuchen, ein schönes Profil einzufangen. Es gibt, da das Gelände des Gut Herbigshagen sehr weitläufig ist, sehr, sehr viel mehr zu entdecken. Um jeden Winkel zu erkunden, fehlte mir jedenfalls die Zeit und robustere Kleidung ist zu einer solchen Expedition natürlich zu empfehlen. Die Heinz-Sielmann-Stiftung führt hier, aber auch bei anderen Veranstaltungen, Menschen, vor allem Kinder und Jugendliche, durch persönliches Erleben eines positiven Umgangs mit der Natur an verschiedenste Themen des Umwelt- und Naturschutzes heran. Die Öffentlichkeit wird so für die Natur und deren Schutz sensibilisiert. Und durch die Arbeit der Stiftung werden letzte Refugien für seltene Tier- und Pflanzenarten erhalten. Spenden Sie Speckwursti. Boris Gonschorek, Sparkasse Osterode, Bankleitzahl 263 510 15, Kontonummer 16 000 6 441.